Hallo und herzlich willkommen zum Audiorezept für Paprika-Eintopf mit Kichererbsen. Paprika-Eintopf mit Kichererbsen – Span – Pujero de Pimientos con Garbanzos ist ein spanisches Eintopfgericht, das aber auch in Deutschland immer wieder gut schmeckt. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwei Zwiebeln, drei Knoblauchzehen, zwei rote Paprikaschoten, 250 Gramm Porree. 150 Gramm Cabanossi. Dose Kichererbsen Abtropfgewicht 265 Gramm. Ein Esslöffel Keimöl. Zwei Esslöffel Instantbrühe. Zwei Teelöffel edelsüßer Paprika. Frisch gemahlener Pfeffer. Cayennepfeffer. Etwas glatte Petersilie. Folgende Utensilien werden benötigt. Großer, beschichteter Topf. Zubereitung. Vorbereitung. Die Zwiebeln pellen und würfeln. Den Knoblauch pellen und fein würfeln. Die Paprika waschen, trocknen, den Stielansatz herausschneiden, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und in feine Streifen schneiden. Den Porree waschen, trocknen, den Wurzelansatz abschneiden, die Welkenblätter abschneiden und in Ringe schneiden. Die Kabernossi in Scheiben schneiden. Die Kichererbsen abtropfen lassen. Zubereitung. Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch in den Topf geben und andünsten. Mit 1,25 Litern Wasser ablöschen und aufkochen. Brühe, Gemüse, Kabanossi und Kichererbsen dazu geben und circa 10 Minuten garen. Den Eintopf mit edelsüßem Paprika, Pfeffer, Cayennepfeffer pikant abschmecken. Petersilie waschen, trocknen und die Blätter zupfen. Den Eintopf mit Petersilie garnieren. Als Beilagen eignen sich Weißbrot, Barget oder Ciabatta. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit.